herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast zu einer neuen Soul Session mit Christina Neumeier. Christina hat ein unglaublich großartiges Geschenk für die Welt und teilt dieses auch als Coach und auch in einem Workshop, der jetzt im Oktober stattfindet, über den sie uns auch im Interview noch etwas mehr erzählen wird. Und ich habe mit Christina speziell über das Thema Angst vor Ablehnung gesprochen. Vielleicht hast du diese Woche auch schon meinen Beitrag zu diesem Thema bei Facebook gelesen. Das war wie so eine kleine Einstimmung in das heutige Thema im Podcast. Und ich bin mir sicher, dass du aus dieser Folge ganz viel Bewusstsein für dieses Thema mitnehmen wirst und auch vielleicht mal etwas Neues ausprobieren wirst, was du bisher noch nicht so bewusst erlebt hast. Was genau ich damit meine, wirst du jetzt gleich hören. Und ich freue mich sehr, das Interview heute und jetzt im Podcast mit dir zu teilen. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast, liebe Christina. Ich freue mich riesig, dass wir jetzt heute hier auf meinem Sofa sitzen und über ein so... Ja, ich weiß noch nicht genau, wo uns unser Gespräch hinführt, aber ich freue mich auf das Thema, was wir uns so in den Kopf gesetzt haben. Und dass wir darüber jetzt heute einfach mal ein bisschen sprechen werden, um den Menschen etwas darüber zu erzählen, mitzugeben und sie vor allem auch ein Stück weit anzuregen, vielleicht anders darüber zu denken oder neu zu denken. Yeah. Herzlich willkommen. Danke, Kira. Ich freue mich total, hier zu sein und finde es voll schön, dass es geklappt hat heute und ich hier sitze und mit dir über dieses schöne und mir wichtige Thema sprechen kann. Ja, wir haben es jetzt schon beide angerissen. Magst du das Thema, über das wir so gerne heute einmal ein bisschen mehr sprechen wollen, vielleicht auch mal aus deiner eigenen Perspektive beschreiben? Genau, ich sag mal noch ganz kurz was einfach zu mir und warum dieses Thema mich beschäftigt hat. Also ich arbeite eben mit Achtsamkeit und als Coach in Berlin und habe da, also das Thema ist Zurückweisung und unser Umgang mit Zurückweisung und natürlich, wo ich angefangen habe, auch rauszugehen mit meiner Arbeit, mit ja, so als Coach, du kennst es ja, es ist ja wirklich so, man öffnet ja so komplett sein Herz und man zeigt sich und natürlich begegnet einem total oft Zurückweisung, beziehungsweise die Angst vor Zurückweisung, weil ich glaube, eigentlich geht es ganz viel darum, unser Umgang damit. Zurückweisung, Ablehnung können wir nicht vermeiden, wird uns immer wieder begegnen im Leben. Und da habe ich halt schon in der Ausbildung oft gemerkt, wie sehr mich das hemmt und wie sehr diese Angst mich in Schach hält und mich nicht Dinge sagen lässt, mich nicht mit Leuten sprechen lässt, die ich eigentlich toll und spannend finde, aber weil ich dann irgendwie glaube, oh mein Gott, nein, und der mag mich ja nicht oder ich wirke vielleicht so und so und natürlich total mit mir beschäftigt war, habe ich mich dann eben da zurückgehalten. Und das, also gerade in Gruppensituationen war das besonders stark, weil es bei mir halt auch so eine Geschichte und Hintergrund gibt, auch so mit Mobbing in der Schule oder, ja, ich weiß nicht, was Mobbing nennen, aber Ausgrenzen in der Schule und Ablehnung. Und da kam halt ganz viel alter Schmerz auch hoch. Und ich habe halt immer wieder mich dieser Angst gestellt. Ich bin immer wieder durch diese Blockade durch, weil ich im Grunde ein Mensch bin, der sehr gerne mit anderen Menschen ist. Ja, ja. Und inzwischen fällt mir das auch nicht mehr schwer und ich genieße das und ich genieße es auch vor Menschen eben Vorträge oder Workshops zu geben. Aber das war echt ein Weg dahin und ich musste wirklich durch meine tiefsten Ängste durch und durch ganz viel alten Schmerz. Aber was ich gemerkt habe, ist, je mehr ich mich frei gemacht habe, immer wieder auf diese gleiche Art und Weise, auf diese Angst zu reagieren, desto mehr konnte ich sein. Desto mehr kam die Christina zum Vorschein. Und bei einem Vortrag hat das eine auch ganz wunderschön beschrieben. Die meinte so, wow, sie hat jetzt begriffen, wie sehr eigentlich diese Angst vor Zurückweisung oder dass wir uns da klein halten in Ablehnung, Zurückweisung, damit zusammenhängt, wie authentisch wir eigentlich sind. Ja. Ja, genau. Wunderschön. Danke erstmal für den Einblick, auch in deine Geschichte und wo du herkommst. Du hast eben schon so Ängste erwähnt und dass du auch Ängste immer wieder durchbrochen hast und dass das auch ein Weg war,
um sich vor, also in Gruppen wohlzufühlen, vor Gruppen zu sprechen und auch wirklich die Dinge auszusprechen, die dich selber gerade bewegen und dich eben nicht mehr zurückzuhalten oder aufgrund von Ängsten zurückzuhalten. Was würdest du sagen, wenn du uns mal auf so eine Reise deiner Angst mitnimmst? Wie hat sich deine Angst entwickelt oder was waren das vielleicht auch konkret für Ängste, die du da Stück für Stück durchbrochen hast, von denen du dich so Schritt für Schritt gelöst hast oder die dann gehen durften? Was waren das so für Ängste, die da eine Rolle gespielt haben auf deinem eigenen Weg? Also es waren natürlich unterschiedliche. Ja. Ich würde mal sagen, so in Gruppensituationen war es vor allem so dieses Gefühl und dieser Glaubenssatz, den sehr, sehr viele, glaube ich, haben und kennen, so dieses nicht gut genug zu sein und dass die anderen einen ablehnen aufgrund der Person, die man ist. Ja. Was ich halt in Schule, also Grundschulzeit halt erlebt habe. Bei mir war das sehr stark auch verbunden mit, ich komme eben aus Österreich, haben wir gerade gesprochen, und habe aber eine deutsche Mutter. Und ich habe als Kind natürlich einen sehr starken hochdeutschen Akzent gehabt. Und ich weiß nicht warum, aber in Salzburg gibt es so einen latenten Kampf mit Deutschen. Und ich wurde halt sehr gehänselt für meine deutsche Aussprache. Und das war natürlich dann immer, weil mir war das ja gar nicht bewusst, das waren halt einzelne Wörter, die halt in Österreich anders sind wie in Deutschland. Und das war dann oft, dass ich was gesagt habe, wo ich mich verraten habe sozusagen und dann gehänselt wurde. Aber ich wusste nie, was. Ja, klar. Und deswegen war das immer so ein Gefühl von Gefahr. Es war immer ein Gefühl von, jeden Moment kann ich irgendwas falsch machen und dann werde ich ertappt und werde dafür gehänselt, ausgeschlossen oder ja irgendwelche Spitznamen, gemeine genannt. Und deswegen in Gruppensituationen, und das war ganz spannend, wo ich das erkannt habe, die Angst war genau die gleiche wie damals als Kind. Dieses Gefühl, diese Anspannung, ich kann jeden Moment irgendwas Falsches sagen, ich könnte was Falsches machen und ich könnte entlarvt werden. Und ich glaube, das Gefühl kennen auch viele. Und in diese Anspannung, die wir immer wieder gehen, das ist das, was ich nenne, so unsere Angst, dann unsere Reaktion auf die Angst. Und dann sind wir nicht gelassen. Wir sind ja nicht in unserem vollen Potenzial. Wir sind ja komplett in unserem Kopf und wir wiederholen diese alte Geschichte. Und in dem Coaching, was ich auch gelernt habe, das geht sehr über den Körper. Und ich habe halt gelernt, dieses Haltungsmuster in meinem Körper zu erkennen und immer wieder loszulassen. Ne? Also zu merken, jetzt spanne ich schon wieder an. Sagen wir jetzt mal, ich spanne meine Schultern an, ich spanne meinen Bauch an, ich mache mich klein. Ah ja, okay, ich atme. Dann wieder beim Atmen. Ich atme, ich lass los. Und dann kann eine neue Erfahrung entstehen, weil ich diese alte Erfahrung, die ich sozusagen mit dieser Haltung immer wieder wiederhole, loslasse. Das war ein Riesenschritt für mich und da habe ich gelernt, mich mehr in Gruppen zu entspannen und einfach auch dann immer wieder die Erfahrung zu machen, es passiert nichts. Das ist nur in meinem Kopf, diese Angst und diese Gefahr und das, weiß nicht, jemand jetzt herkommen könnte und mich auslacht, das passiert gar nicht. Das ist einfach nur in mir und das ist alt. Und das ist natürlich auch alter Schmerz und den habe ich halt auch erlaubt zu fühlen. Wirklich mal anzuerkennen, wow, da sind Dinge in meinem Leben passiert, die haben echt wehgetan. Aber ich bin jetzt erwachsen, ich kann die fühlen. Ja, ich bin da nicht mehr hilflos drin. Und das andere ist, du hast vorher auch gemeint, was mich, die Ängste, die ich durchbrochen habe, um auch mich wohler zu fühlen vor anderen. Ich würde sagen, es geht viel weiter, weil ich habe gelernt, mich wohl in mir zu fühlen. Genau, ja. Und dann habe ich ja immer so das Zuhause in mir, sozusagen. Was war da so die größte Angst? Ich glaube, immer wieder diesen Schmerz und Angst, das ist ja oft so eine Mischung, die gehen ja immer so Hand in Hand, Schmerz und Angst, von diesem, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht wichtig. Also das habe ich für mich erkannt, so das sind so meine, ich nenne das immer so die Wunden, die wir haben, das sind so meine tiefsten Wunden. Und das ist auch nicht, dass diese Wunde jetzt weg ist, aber ich merke einfach, wenn die getriggert wird,
Und dann gehe ich in Selbstfürsorge, dann gucke ich, was brauche ich denn gerade, was, ne, also auch hinzuschauen, also diese Wunden sind ja auch zu unseren inneren Kinder, die verletzt sind noch und ja, einfach da zu sein für die und mich mir selber zuzuwenden. Und das auch, das ist ein Weg. Ja, also wir sprechen da jetzt von dem Weg Klar. von 7 Jahren, wo ich das einfach immer wieder gemacht habe, in Begleitung von einem Coach. Ja. Also ich habe das nicht alles alleine zu Hause im Hinterstübchen gemacht, weil das kann ich auch jedem nur empfehlen, sich da irgendeine Art von Begleitung zu suchen, weil diese Glaubenssätze sind so fies, die wollen ja auch nicht entdeckt werden, dass es hilft, wenn jemand da von außen ist, der einfach einen klaren Blick dafür hat. Genau. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt deine Frage beantwortet. Doch, absolut. Ja, gut. Lass uns in die Welt oder auch in die Entwicklungsgeschichte deiner eigenen oder ich würde sagen tiefsten Ängste in Verbindung mit dir selbst und auch in Verbindung mit anderen Menschen. Also dieses nach innen und auch übers Außen ausgetragen, wie du die erlebt hast und vor allem auch, also die haben ja auch alle etwas mit deinem Leben gemacht. Dadurch war ja auch jegliche Blockade spürbar und du hast ja auch eben schon den Körper, sag ich mal, mit einbezogen. Mhm. Wie würdest du denn sagen, hängt das auch mit dem Körper zusammen? Spüren wir jede Angst in unserem Körper? Ja. Haben wir, also setzt sich jede Angst in unserem Körper fest, auch wenn wir sie vielleicht mal nicht spüren? Denn ich glaube, auch viele, die zum Beispiel zuhören, sind ja vielleicht auch an einem Punkt, wo sie vielleicht zum einen noch gar nicht richtig wahrnehmen, was jetzt wirklich die tiefste Angst hinter all diesen Symptomen oder Geschichten oder Gedanken ist. Oder sie können eine Angst spüren oder wahrnehmen, aber spüren sie vielleicht gar nicht so richtig bewusst, dass sie wirklich in den Körper hineinspüren und sie mal so richtig spürbar machen. Mhm. Weil dann ja auch oft gleich schon eine andere, also dann kommt ja oftmals schon so ein Gedanke, der sagt, ach nee, da wollen wir nicht hingucken. Ja, lieber nicht. Das wollen wir uns nicht anschauen. Das verstecken wir wieder hinter der Tür. Was läuft im Fernsehen? Genau. Ja. Da kommen ja dann gleich diese Fluchtmechanismen, Ablenkungsmanöver und was wir nicht alles tun können, um den Dingen auszuweichen. Was würdest du da selber sagen? Wie kann man selbst anfangen, den Körper in Verbindung mit dieser Angst für sich selber mehr mit einzubeziehen, um vielleicht darüber einen Weg ins Spüren, ins Fühlen für sich zu sehen? Mhm. Also es waren jetzt mehrere Fragen. Zuerst mal auf die erste Frage, ob wir Angst immer im Körper oder ob Angst sich immer auch im Körper äußert. Ja, absolut. Mhm. Also jedes Gefühl ist für den Körper Energie. Es ist ein Energiefluss. Und was wir eigentlich die ganze Zeit machen, egal ob das jetzt Angst oder Schmerz oder Wut oder Hass oder manchmal ist es ja auch Freude oder Lust oder Begeisterung ist, wir drosseln Intensität. Wir haben halt als Kinder war oft was zu intensiv und wir haben gelernt, das irgendwie zu dämmen, damit wir eben sicher sind, weil es vielleicht damals nicht sicher war, diese Intensität auszuleben oder wir waren in keinem sicheren Umfeld, wo jemand sich um uns gekümmert hätte. Das heißt, das ist das, was wir eigentlich jetzt noch die ganze Zeit machen, ist so Intensität kappen, runterdrücken. Ich will es nicht fühlen. Ja? In jegliche Richtung. Ne? In jegliche Richtung, genau. Ja. Wir können nicht ein Gefühl betäuben. Wenn wir ein Gefühl abschneiden, wir schneiden uns eigentlich immer von allen Gefühlen ab. Ja. Genau, das war die erste Frage und ich hoffe, ich merke mir alle. Und das zweite ist, man kann das merken, also es ist ja bei manchen unterschiedlich, ne? Manche merken vielleicht, was viele merken, ist so ein Erstarren, vielleicht so, oh Gott, das ist mir zu viel, zum Beispiel. Ne? Und dann kann man sich schon sicher sein, okay, da ist jetzt irgendwas, ne, was intensiv daherkommt. Und das ist mir jetzt zu viel. Ne? Ich stoppe das jetzt mal und schau mal, ob das wirklich safe ist, da jetzt irgendwie reinzugehen. Und das kommt immer mit einer Anspannung vom Körper. Das Leichteste, was wir merken können, ist, dass wir aufhören zu atmen. Also das ist eigentlich was auch wenn man jetzt nicht so viel Körpergefühl hat, was man eigentlich immer wieder merkt. Mhm. Ne? Atmest du gerade oder nicht? Atmest du flach? Atmest du tief? Wenn du flach atmest, wenn du gar nicht atmest, oder auch sehr, sehr schnell und flach, ne, also fast schon so in Richtung Hyperventilieren, dann sind wir meistens in einem Kampf gegen ein Gefühl. Oder ich nenne das eine Reaktion, ne, wir sind in einer Reaktion auf etwas.
Ich glaube, deine dritte Frage war ja, ne, wie kann man lernen, das mehr zu fühlen, mehr wahrzunehmen? Mhm. Auch da, ich möchte vorausschicken, das ist ein Prozess. Und das ist was, wo ich weiß, ich werde das bis an mein Lebensende immer mehr vertiefen und vertiefen und vertiefen. Ja, es ist nicht so, weil das höre ich ganz oft, so, ah, wann ist es denn vorbei? Ne? Wann habe ich denn jetzt endlich diesen... Wann habe ich es geschafft? Wann habe ich es geschafft? Da muss ich sagen, es tut mir leid, wenn du es geschafft hast, dann ist das wahrscheinlich dann, wenn du den letzten Atemzug machst. Ja. Weil, ne, wenn es geht um ein Lernen. Ne? Es ist ein Lernen, es ist ein Wachsen. Und da braucht es einfach ein Hinschauen, ein Achtsamsein, man kann zum Beispiel vielleicht ganz ein bisschen damit spielen, eine Situation suchen, die vielleicht jetzt nicht so total gefährlich ist, ja, weiß ich nicht, was gibt's denn, wovor man Angst hat, vielleicht jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Konflikt hat oder so, ne, und man will mit dem sprechen, und dann merkt man schon so, man zögert das hinaus, man ruft vielleicht nicht an, man ist im Kopf damit beschäftigt. Wenn wir im Kopf sind, sind wir nicht in unserem Körper. Und dann kann man mal innehalten, sich hinsetzen und mal so ganz bewusst in diese Situation zum Beispiel gehen und sich die so herholen und dann merken, okay, atme ich gerade in der Situation. Und wenn ich merke, nee, ich atme nicht, dann da einfach mal aufmerksam sein und mal hinschauen, ja, was lässt mich denn nicht atmen? Halte ich denn vielleicht meinen Atem? Und dann kann man vielleicht merken, ah ja, ich halte so mein Zwerchfell, also das ist so dieser Bereich zwischen Magen und Brustkorb. Ich spanne meine Schultern auch an und irgendwie ist vielleicht das Gesicht so ein bisschen verkniffen. Also man kann so lernen, einfach so durch den Körper durchzugehen, wie so ein bisschen so ein Körperscan und mal einfach achten zu sein, wo spanne ich ihn dann an, wenn ich an diesen Konflikt denke? Mhm. Oder was auch immer jetzt, ja? Ja, ja. Und wenn man das dann weil das passiert ja alles unbewusst, ne? Klar. Sozusagen an die Oberfläche holt, ins Bewusstsein holt, dann kann man das auch loslassen. Dann weißt du ja auch, was du loslassen sollst sozusagen. Mhm. Was kann ich denn nicht mehr halten? Ja. Und dann mal probieren, das loszulassen und tiefer zu atmen. Also das ist das Schöne beim Atmen. Das ist so ein geiles Werkzeug. Ich kann es auch nicht oft genug betonen, weil du kannst nicht anspannen und tief atmen gleichzeitig. Das geht nicht. Nee, das geht wirklich nicht. Das heißt, wenn du wenn du tief atmest, dann musst du automatisch loslassen. Es geht nicht anders. Das heißt, das ist was, dann ganz tief atmen und mal einfach schauen, dass der Körper so weich wie möglich sein darf, ja, und immer weicher werden und dann einfach mal gucken, wie fühlt es sich denn jetzt an? Und oft fühlt man dann eher so ein, ich fühle mich lebendiger oder vielleicht so ein leichtes Kribbeln, weil dann einfach eine Energie fließen kann. Es braucht ja immens viel Anstrengung und Energie, um das zu halten. Ja. Also das ist so, genau, ne? Also das ist ja auch oft, was ich dann von Klienten höre, wenn sie erzählen, ich bin ständig so müde und ich weiß nicht warum. Naja, wenn ich die ganze Zeit angespannt durchs Leben laufe, klar, dass ich müde bin, weil die Energie geht halt ins Halten. Ja. 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 Genau, das war jetzt eine lange Antwort. Ja, sehr, sehr super, super spannend. Ja. Und ich finde auch gerade, ich finde es immer wieder faszinierend, weil es ja sicherlich auch jetzt gerade zum Beispiel für viele super einfach klingt. So, atme. Ja. Weil es ist ja, also atmen ist ja wirklich etwas, worauf wir sehr wenig achten oder viele sehr wenig achten. Oder gar nicht. Oder gar nicht achten. Ja. Sondern es ist einfach was so selbstverständlich zu unserem Leben dazugehört. Ja. Und ich glaube, wenn jemand anfängt, sich bewusst mit dem Atem zu beschäftigen und darauf zu achten, dann ist das ja oftmals so ein richtiges Neuland. Absolut. Was da entdeckt wird und auch in Verbindung mit dem eigenen Körpergefühl. Es entsteht ja wirklich, also aus meiner Sicht zumindest, ein wirklich neues Körpergefühl, wenn ich mich mit meinem Atem beschäftige, ein echtes Verständnis für meinen Atem entwickle und auch ein richtiges Gefühl und so eine Verbindung zu meinem Atem aufbaue. Ja, absolut. Also für mich hat es, ich sage es immer wieder, es hat mein Leben verändert. Ja. Komplett. Wann bist du denn darauf? Oder wie bist du auf deinem Weg
zum Atem gekommen? Oder wie wurdest du vielleicht sogar zum Atem geführt? Wie wurde ich zum Atem geführt? Ja. Also, ne, wie viele, also ich habe selber angefangen als, wie nennt man es denn, Coachie? Also halt sozusagen, ich war Klientin. Ja. Und bei mir, es war, also zu der Zeit, wo es mir nicht so gut ging, wo ich nicht sehr bewusst gelebt habe und mich unter sehr viel Druck gesetzt habe ständig. Ja. Das war so die Zeit, da bin ich, also es hatte sich so aufgebaut über ein paar Jahre, aber das hat zum Studium angefangen und dann zum Ende vom Studium mit Diplomarbeit schreiben. Also inzwischen nennt man das Masterarbeit. Diplomstudium gibt's ja gar nicht mehr. Dann bin ich nach Berlin gezogen und habe hier versucht, einen Job zu finden im Kunstbereich. Ja, also das, okay. Da kam ich sozusagen her aus Kunstgeschichte. Und ich war komplett nur in meinem Kopf. Ich war die ganze Zeit nur mit, ich finde keinen Job, ich bin so schlecht beschäftigt. Ah. Und war halt mega angespannt. Ja. Und da war nicht viel Raum für Atem und Loslassen, so gar nicht. Und ich, also bei mir hatte sich dann das sehr stark in Nackenverspannungen und Schulterverspannungen geäußert. Und das ist auch ein Bereich, wo ich immer wieder angespannt hatte. Also ich hatte mit 7 schon einen Hexenschuss in dem Bereich. Mit sieben Jahren. Mit sieben Jahren. Okay, das hat er nie gehört. Ja, die Ärztin war auch sehr erstaunt. Ja. Aber also das war, ich habe schon als Kind sehr viel gehalten. Ne? Ja. Und da war das halt, dann habe ich schon gemerkt, so, es geht wieder in die Richtung. Und hatte das einer Freundin erzählt und die meinte dann so, du, ich mach da gerade was, das ist so irgendwie so Körperarbeit, Körperentspannung, geh da mal hin. Ja. Und hat mir eine Nummer gegeben, ich habe mich dann bei der gemeldet und ja, und ich bin da dann hin und die hat mich einfach gesehen, ja, in meinem Halten und die hat meine ganze Wand durchbrochen von, ich bin tough, ich bin stark, ich mach das alles alleine und hat dann alle Dämme auch geöffnet. Ja. Und da habe ich, das war so mein erster Schritt in Richtung mich wieder mehr fühlen. Und da war jetzt Atem nicht so bewusst. Ich meine, die hat das natürlich damals schon verwendet, aber das war mir nicht so bewusst. Und ich fand das damals halt so toll, was die gemacht hat, dass ich nach einem Monat beschlossen habe, die Ausbildung zu machen. Und cool. Da ging es halt dann ganz viel um Atem, weil das Tolle beim Atem ist, was du auch beschrieben hast, ne? Es ist eine Verbindung zu deinem Körper und es ist ein neues Fühlen, hast du gesagt. Mm. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, seit ich mir meines Atems bewusst bin, ich fühle ihn auch mehr in mir. Ich fühle, da fließt was in mir. Das heißt, es ist so, als ob ich auch wie so mein Inneres mehr spüren kann. Mm. Und damit natürlich auch meine Innenwelt. Und es ist was, was mich sofort ankert. Ne, weil unser Körper kennt nur das Hier und Jetzt. Das heißt, wenn ich mich mit meinem Atem bewusst verbinde und den spüre, dann bin ich im Hier und Jetzt und dann bin ich raus aus dem Kopf und ich bin da und ich habe mehr Klarheit, ich kann mich wieder sammeln, ich komme wieder so ja ins Hier und Jetzt und zu mir. Und Atem ist auch das, was absolut hilft, jedes Gefühl zu erlauben. Mm. Wenn du mit einem Gefühl, was du hast, atmest, dann kann es fließen. Mm. Und das ist ganz spannend, auch immer wieder das bei meinen Klienten zu sehen, ne? Weil vielleicht kennst du es, man ist ja schon eine lange Reise gegangen. Ja. Und man ja. sieht dann natürlich alles aus dem Blickwinkel. Aber wenn jemand so wieder von neu anfängt und da zu sehen, was das schon verändert, wenn der Klient oder die Klientin lernt zu atmen mit einem Schmerz, mit einer Trauer, mit einer Wut und dann kann es einfach fließen, was das für eine andere Erfahrung ist von sich selber, von der Welt, von allem, von allem. Ne? Also es ist pure Verbundenheit und was wir meistens als ich fühle verbinden ist, würde ich eher sagen, dieses gehaltene, verkrampfte. Ja? Mhm. Und dann weinen wir und es ist so, und wir quetschen das Weinen so raus und es ist eigentlich gar kein Platz in uns dafür. Ja, 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 ja. Und das ist eben gar nicht das, was ich meine mit Gefühlen erlauben, weil das ist oft was, wo dann so eine Anstrengung ist. Es ist so halb erlauben, halb dagegen kämpfen noch und so ein Teil noch, der die Kontrolle halten will. Mhm. Und eben ein Gefühl wirklich komplett einfach zu erlauben, das ist so, ja, es hat was Magisches für mich. Ja. Das ist wirklich so ein, ich fühle die Energie durch mich fließen. Ich fühle mich mit allem verbunden. Also dieses Gefühl,
ich bin Teil von allem und alles ist Teil von mir, so irgendwie. Ja. Und klingt jetzt vielleicht auch für manche Zuhörer abstrakt, kann ich total verstehen. Einfach mal ausprobieren. Es gibt so viele Workshops auch zum Atmen und Gott sei Dank ist das was immer mehr auch aufkommt, oder beim Yoga wird ja auch mehr Fokus auf den Atem gerichtet. Das stimmt, ja. Ja, einfach mal so ausprobieren oder sich mal einfach hinlegen und 5 Minuten mal einfach nur tief atmen. Das ist, wirst aufstehen wie ein neuer, anderer Mensch. Also alle, die zuhören, jetzt gleich ausprobieren. Ja, bitte, nach dem Podcast natürlich. Leg dich hin und atme mal 5 Minuten nur tief durch und fühl dich und genau. Apropos Workshop, du hast ja auch gerade gesagt, es gibt ja so viele Workshops oder verstärkt Workshops auch zum Thema Atmung und im Yoga wird es auch verstärkt eingesetzt mittlerweile. Du machst ja auch Workshops und du hast ja auch einen Workshop zum Thema Angst vor Ablehnung, weil es eben ein Thema ist, was dir selber auch so sehr am Herzen liegt, aufgrund dem, wo du selber herkommst. Wie kann sich oder können wir uns denn so einen Workshop jetzt vorstellen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass manche trotzdem vielleicht noch gar nicht so viel damit anfangen können, was da jetzt so passieren soll. Sitzen da jetzt 10 Leute im Kreis und alle atmen und atmen einfach nach Anleitung? Oder was passiert da, würdest du sagen, wenn man das in Worte fassen kann? Manchmal kann man die Dinge auch nicht in Worte fassen. Also Teile kann man in Worte fassen. Der Workshop, ich habe den auch so aufgebaut, dass der über 4 Wochen ist. Also man hat, ist immer Dienstagabends, 4 Wochen lang und immer so 2,5 Stunden. Weil ich gemerkt habe, so gerade diese Arbeit mit Achtsamkeit, es braucht Zeit, um das zu lernen. Ja. Und ich fand es schön, das über eine Zeit zu strecken, über den Zeitraum, dass man wirklich auch dann das, was man lernt, integrieren kann. Genau, und es wurde mir auch bestätigt, dass es eine gute Idee war, weil es halt echt Hammer war, was sich da mit den Leuten getan hat. Wie man sich das vorstellen kann, ist, ich arbeite mit unterschiedlichen Techniken. Ich mache Achtsamkeitsübungen. Es ist natürlich auch so ein Wort. Vielleicht umschrieben, es geht darum, den Körper wieder mehr zu fühlen. Mhm. Es geht darum, den Körper wieder mehr zu fühlen, weil unser Körper das absolut genialste und geilste Werkzeug ist, was wir haben, um das Leben zu erfahren. Dafür wurde uns der Körper geschenkt. Ja. Um uns selber zu erfahren, um das Leben zu erfahren, um Situationen, Erfahrungen zu machen. Ja? Ja. Und je mehr wir den Körper auch fühlen, dann können wir auch Anspannung merken. Ja, ich meine, wenn ich komplett abgeschnitten bin und meinen Körper nicht fühlen will, dann klar, merke ich das ja gar nicht. Und im Workshop zeige ich halt Übungen und das sind ganz simple Übungen. Ja, also eine Übung kann zum Beispiel auch einfach sein, dass man mal den ganzen Körper schüttelt. 2 Minuten lang. Und dann fühlt man sich wieder. Oder mal einfach springt und das Landen auf dem Boden fühlt und damit einfach wieder sich fühlbarer macht. Ja? Also es geht wirklich ganz viel um den Körper präsenter machen, fühlbar machen. Ich arbeite auch mit Musik bewegen. Und weil das auch immer, also jetzt nicht tanzen, es geht immer um auch das Bewusstmachen, ja. Bei Tanzen haben wir meistens auch so unsere Choreografie, die wir dann rauspacken und dann trotzdem damit beschäftigt sind, ob das jetzt gut aussieht und ob wir ja nicht zu viel auffallen. Also das ist auch bewegen, aber eben auch wirklich achtsam sein auf seine Bewegung. Und es wird Gruppenarbeit auch geben, also wie sagt man, Partnerübungen. Ich arbeite ganz viel mit Vergebung, mit innerer Kindheilung auch, mit alten Schmerz loslassen, weil das ganz, ganz wichtig ist, weil, wie ich vorher auch beschrieben habe, wir halten das eben auch mit einer Anstrengung, ne? Und man kann sich vorstellen, dass all diese alte Schmerz, alte Gefühle, die sind in uns und wir packen die wie in so einen Kühlschrank. Also ich finde das Bild immer ganz schön. Wir packen die wie in einen Kühlschrank und dann sind da diese Gefühle in unserem Kühlschrank 20 Jahre lang, ja, oder noch länger. Und die gammeln da vor sich hin, ja. Also das ist, schmeckt ja auch nicht mehr gut, ne. Deswegen ist wieder immer schwerer da hinzugehen, weil, der Aufwand
diesen Kühlschrank aufzumachen und sich dem auszusetzen, wird sozusagen immer größer. Und damit arbeite ich aber auch, dass das mal fließen kann, dass es mal gehen kann und man eben lernt, dadurch, dass man immer wieder durch diese Angst geht, zu lernen, auch vom Hirn, ne, eine neue Verbindung zu machen, es passiert nichts Schlimmes. Ich kann jedem garantieren, man überlebt das. Mm. Es passiert nichts Schlimmes. Egal was der Verstand, der uns natürlich schützen will, vor dieser Intensität uns erzählt, es trifft nicht ein. Und diese Erfahrung immer wieder zu machen, das ist das, was so heilsam ist, weil man dann im Alltag dieser Angst auch begegnen kann, weil man einfach dann auch lernt und diese neue Verbindung gemacht hat von, okay, ich kann atmen, ich kann meinen Körper fühlen, es passiert nichts Schlimmes. Es fühlt sich vielleicht ein bisschen shaky an und der ganze Körper bebt vor Energie, aber es ist okay. Und man kriegt so ein, wie so eine Toolbox, wie so eine Werkzeugbox, wo wirklich einfache Dinge drin sind, die man immer im Alltag anwenden kann. Weil das, ich halte nichts von Dingen jetzt, die so total kompliziert sind, wo man jetzt ewig lang Zeit braucht, man macht das nicht, sondern wirklich was du in dem Moment machen kannst. Und wenn es ist eben mehr zu atmen oder einfach mal den Fokus auf einen bestimmten, auf die Füße zu richten oder eben auf den Brustkorb zu richten oder auf die Hände oder so, ne? Hauptsache raus aus dem Kopf. Ja. Weil der, der spielt halt Kino. Klar, den gleichen kann Horrorfilm. Halt auch alles erzählen. Absolut. Aber der hat halt meistens nicht recht. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall nicht unbedingt die einzige Wahrheit oder Realität, an die wir glauben können. Genau. Also das, ich hoffe, das war verständlich. Es sagt mir gerne, perfekt. Das war total verständlich. Sehr gut. Nee. Ich fand's auch wichtig, das würde ich einfach gerne, glaube ich, nochmal hervorheben. Weil mir das ist auch was mir immer wieder begegnet, dass oftmals schon eine Einstellung auch zu Workshops oder in Coachings, manchmal haben Menschen schon eine Einstellung, dass das jetzt schwer wird. Mm. Oder dass das, es muss wehtun. Weil es hat ja bis jetzt auch wehgetan. Deswegen muss ja das Loslassen muss dann ja auch wehtun. Mm. Weil es ja die ganze Zeit geschmerzt hat. Mm-hmm. Und dieses, ich glaube, ein Workshop ist halt eine gute Möglichkeit, um wirklich eine Erfahrung zu sammeln, dass diese Entwicklung, die für jeden möglich ist, weil sie in jedem drinne steckt, dass das auch leicht sein darf. Absolut. Also es darf auch Spaß machen. Ja, es darf soll sogar sein. Spaß machen. Also ich bin der Meinung, man lernt mit Freude. Und mir ist das ganz, ganz wichtig, dass in meinen Workshops eine Stimmung oder eine Atmosphäre von Freude herrscht, von auch Leichtigkeit. Mhm. Und das ist was ich meine, das ist so und so mein Wesen. Ja. Lebensfreude. Ja. Und dass ich das sozusagen so den Rahmen auch halte. Und wir haben, natürlich sind auch Tränen geflossen, jetzt bei der ersten Workshop-Reihe. Aber wir haben so viel gelacht und wir hatten Spaß und es war auch so schön, wie die Gruppe zusammengewachsen ist. Das glaube ich. Also das ist wirklich, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das auch Spaß macht, ja. Ja. Man nicht nur so ernst ist und ja, und jetzt gehen wir in den Schmerz und da schüttelt's ja mich sogar, ja. Sondern dass beides da sein darf. Ja, ja. Genau. Und ganz was du auch sagst, es darf leicht sein, ich finde, es soll auch sogar leicht sein. Ja, weil wenn es irgendwie zu kompliziert, dann machen wir es nicht. Dann ist die Hemmschwelle schon wieder so hoch, so. Genau. Nee. Genau. Ja. Spannend. Sehr, sehr spannend. Was gibt es denn, oder gibt es etwas, was du vielleicht als deine wertvollste Erkenntnis oder das für dich auf deinem Weg in deiner bisherigen Entwicklung bis heute als größtes Geschenk oder wertvollste Erfahrung erlebt hast, die du den Hörerinnen und Hörern jetzt einfach gerne noch mitgeben möchtest, weil es sich für dich selber so wertvoll anfühlt, dass es wie ein Geschenk ist, was du jetzt weitergeben möchtest. Mhm. Eine gute Frage, eine sehr schöne Frage. Ich glaube, für mich war wirklich was so ein, wie sagt man so schön, Game Changer war, diesen Raum von ich darf zu öffnen. Diesen Raum von ich darf auch mit all meinem Scheiß sein.
Ich darf mal blockiert sein. Ich darf auch mal scheiße drauf sein. Und ich darf aber auch Raum einnehmen. Ich darf groß sein. Ich darf strahlen. Ich darf leuchten. Und bin wertvoll damit, ja. Und ich glaube gerade, ne, weil ich nehme mal an, dass ja viele deiner Hörer mit einer Essstörung kämpfen. Und ich glaube, dass da auch ganz viel so Stigma drauf ist, ne, so, oh mein Gott, ich bin so schlecht, weil ich habe jetzt auch noch diese Essstörung. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht irgendwie komisch, aber ja, du darfst auch damit sein und du bist geliebt und du bist wertvoll. Es macht dich nicht weniger. Ja, ja. Und das war für mich, weil ich habe, also bei mir war das halt was anderes, war halt oft so ein Druck von, ich muss irgendwie schon mehr sein, ich muss schon weiter sein, ich muss doch irgendwie, also ich habe mir so einen Druck immer gemacht und wo ich mir erlaubt habe, so, ne, ich darf entspannen, ich darf das Leben genießen, ja, ich darf das Leben annehmen als was Wundervolles und nicht als immer ein ständiger Kampf, das hat sowas verändert für mich. Ja, das glaube ich. Und das ist ein sehr schöner, weicher und weiter Raum, der sehr angenehm ist zum Sein. Das ist viel schöner als dieser Ich muss Modus. Und was anderes war auch, was für mich einfach sehr viel verändert hat, war, ja, wo ich gelernt habe, mich, was vielleicht auch mit Ich darf zusammenhängen, mich anzunehmen, mich zu lieben als die Person, die ich bin. Ja. Und das war auch ein langer Weg und mit Ups und Downs, aber ganz, ganz ein wichtiger, ja. Und das hat mich auch total zu meiner Lebensfreude gebracht. Es war nicht immer so augenscheinlich, mein Strahlen. Ja. Und dass ich einfach so war, jetzt ist es ja da. Aber nee, ich weiß auch nicht. Es war oft so ein Gefühl von, ich weiß nicht warum, es müsste irgendwie mit Leiden verbunden sein. Ne? Und das ist so mein Spruch, wenn man sagt, ja, vom Leben statt Leiden. Ja. Ja, also das, du darfst leben, absolut. Ja. Das ist ein schöner Spruch. Ja. Leben statt Leiden. Ja, voll. Das ist echt schön. Und ich glaube, ich fand es auch ganz wichtig, was du eben noch gesagt hast, weil ich glaube, dass sich viele erleben das Leben oder auch eine Krankheit oder eine Essstörung oder Depression, was auch immer das Symptom ist, was sie wahrnehmen können, erleben das erst einmal im ersten Moment oder auch viele, viele Jahre als Kampf. Und dass es etwas ist, was sie bekämpfen müssen, um es loszuwerden. Und dieser Wechsel, also ich finde, es ist wie eine richtige Transformation, die da stattfindet, wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr damit beschäftigt ist, zu kämpfen und etwas loszuwerden, sondern diesen Raum zu sehen, was passiert denn, wenn ich einfach mal sage, es ist schon alles da, ich darf mit dem sein, ich darf mit der Essstörung sein, ich darf mit egal welcher Krankheit sein, ich darf damit sein und bin jetzt schon wertvoll. Ja, das ist bumm. Also, weil ich finde es, ich sage zum Beispiel auch, ich musste mich ganz daran erinnern, dass ich ganz oft sage, dass der Mensch sich ja nicht, also du bist ja jetzt kein anderer Mensch geworden, ich bin auch kein anderer Mensch geworden. Wir führen eine ganz andere Beziehung zu uns, haben ein erweitertes, neues Bewusstsein für die Dinge und für uns selber. Und dadurch verändert sich natürlich auch alles oder vieles im Außen, wenn sich im Innen viele Blockaden lösen, wenn sich im Innen viele Grenzen durchbrochen werden, wenn da eine rundum Verbindung da ist zu seinem vollen und wahren Ich und auch ja zu diesem einfachen Sein, dann verändern sich automatisch, würde ich sagen, als Folge dessen die Dinge im Außen, weil wir aber im Innen angefangen haben, aufzublühen und zu strahlen. Ja. Das fand ich gerade noch sehr, ja, sehr wertvoll, dass das wirklich in jedem Menschen liegt. Absolut. Diese Veränderung. Ja, und es ist mehr wie so eine, ne, so eine Schicht loslassen. Ja? Also ich würde eher sagen, ich bin jetzt mehr der Mensch, der ich bin. Genau. Vorher habe ich wie in so einer äußeren Schicht gelebt, ja, wo ich gedacht habe, das muss ich nach außen zeigen und ich muss immer die taffe Christina sein. Und
Und dann habe ich eher mal so nach innen geschaut, ja, und mich mir zugewandt selber. Und was du vorher gesagt hast, mit dem man kämpft so sehr gegen seine Struggles, gegen seine... Ja, total. Und ich glaube, da ist der erste Schritt, das Annehmen, das liebevoll Annehmen, dass das gerade so ist, mit allem, was ist im Leben. Es geht immer für mich ums Annehmen und Loslassen. Wenn ich es annehme, dann kann ich es auch loslassen. Weil wenn ich dagegen kämpfe, dann sind wir wieder in der Anspannung, genau, von der wir anfangs gesprochen haben. Ja, ja. Und die ganze Energie geht da rein und es verhakt sich ja ineinander. Ne? Ich lasse nicht los und das kämpft natürlich, weil eigentlich will uns das ja was sagen. Ne? Ja. Und wenn ich es aber annehme, dann wird was weich, dann kann was verschmelzen. Mhm. Und ja, nee, absolut. Also das war für mich, und immer wieder, ne, also diesen Schritt mache ich ja immer wieder. Das Leben gibt mir immer wieder auch Situationen, wo ich das noch erweitern darf. Und es geht immer wieder um das Annehmen, dass es gerade so ist, und loslassen. Ja. Mhm. Ja. Das ist schön. Ich fühle mich gerade ganz glücklich. Ja. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, auch für diesen, ja, für den Einblick in deine Arbeit, in das, was du machst, in deine Geschichte, wo das alles quasi herkommt und warum das vor allem auch alles da ist heutzutage in deinem Leben. Denn das hat ja alles seine Geschichte und hat deswegen alles im Hier und Jetzt seine Daseinsberechtigung bekommen, und du gibst es eben an Menschen auch weiter und siehst da wiederum auch diese Lampen und Lichter angehen. Ja. Und ich glaube das, oder ich stelle mir das halt sehr erfüllend vor und denke, dass das mit Sicherheit eine sehr schöne Erfahrung ist, die jeder Mensch einfach mal machen sollte, weil der Kopf kann sich vieles vorstellen, doch wird am Ende nie hundertprozentig wissen, wie sich das anfühlt oder was das macht im Leben. Nee, es geht wirklich um eine Erfahrung. Genau. Also das ist ganz stark ein Coaching über Erfahren und Erfahrungen machen. Und da kann ich noch so viel drüber reden, aber wie du sagst, der Kopf kann das gar nicht so greifen. Und ja, dafür danke ich dir auf jeden Fall sehr. Gerne. Und ich freue mich, das mit den Menschen zu teilen. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ich habe ja noch ein Angebot für deine Hörer. Ja. Genau. Haus raus. Genau, weil ich dachte, ich würde einfach gerne was deinen Hörern geben, die sich für den Workshop interessieren. Der beginnt Anfang Oktober, am 9. Oktober. Ihr findet aber alle Infos auf meiner Webseite, die wirst ihr wahrscheinlich in den Shownotes verlinken und auch den Link zum Workshop. Und jeder, der sich eben anmeldet bis 1. Oktober, der bekommt 25% Rabatt. Schreibt in die Anmeldemaske dann einfach, was haben wir gesagt, Soul Food Journey. Genau. Dann weiß ich, dass ihr den Podcast gehört habt und dann bekommt ihr 25% Rabatt, so rum, auf dem Workshop. Und ich freue mich, wenn ich da einige deiner Hörer unterstützen kann. Auch zur Info, also der Workshop ist mit einer begrenzten Anzahl. Ich mache den bewusst jetzt nicht riesig, sondern es sind maximal 14 Teilnehmer, dass man wirklich auch einfach einen Rahmen noch hat, den ich auch sehr persönlich halten kann. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass es nicht zu groß ist, dass man sich einfach auch wohlfühlt, weil es ist ein Thema, was natürlich ja so seine innersten Ängste und Schmerzen hervorholt, und es ist ein total sicherer Raum, wo das stattfindet, und eine ganz wundervolle Gruppe. Also wer interessiert ist, einfach melden bei mir, er findet das dann in den Shownotes. Genau. Und ich danke dir auch, Kira, für diese wundervolle Einladung und für das ganz tolle Gespräch und dass ich hier den Raum gekriegt habe, um von meiner Reise zu erzählen. Und ich hoffe sehr, dass es viele inspiriert, auch loszugehen, weiterzugehen. Einfach weitergehen, es lohnt sich. Ja, definitiv. Vielen Dank und bis bald bestimmt. Bis bald. Ich bin schon richtig gespannt auf deine Gedanken zu dieser Folge. Deshalb möchte ich dich wirklich von Herzen bitten, deine Gedanken mit der Facebook-Community oder bei Instagram oder per E-Mail oder deiner Nachricht bei Facebook oder wo auch immer
mit mir, mit Christina, mit uns, mit all den Menschen, die dieses Thema beschäftigt, zu teilen. Denn du bist damit auf jeden Fall nicht allein und ich glaube, in jedem Menschen oder jeder Mensch kennt dieses Gefühl und hat schon eine Erfahrung mit dieser Angst vor Ablehnung gemacht. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns darüber austauschen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Bis bald im Podcast.